Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo. Ja, Gary hat sich natürlich wieder an MC Hammer gezähmt. Wer natürlich nicht mit dem Livestream mit dabei war, hat natürlich einiges verpasst, denn ich habe, Gary, kannst du kurz da warten? Ich habe hier, Gary, ein Fabled-artige gezähmt, aber hat leider gefällt dir nicht. Ja, hat sogar einen Namen, Gary. Ja, Rosario. Rosario. Wie das, Rosario wieder Anime. Vampire. Genau, Rosario to Vampire. So, wer natürlich nicht mehr dabei war, hat den ja natürlich verpasst. Hat Pennywise verpasst. Übelst stark ist er auf jeden Fall. Dann, den hat sich Gary vorhin gezähmt. Juhu. Dann den Prompt Indominus Rex. Dann haben wir, was habe ich denn noch getan? Ach, stimmt, ich weiß den Prompt Indominus Rex kann man ja gedingsen, ne? Was kann man denn? Den kann man doch weiter evolutionieren, oder nicht? Weiß ich nicht. Warte. Nee, kann man nicht. Mit Satellit doch. Okay, Fehlinformation. Der Indominus Rex kann sich nicht verwandeln. Gary hat eine Fehlinformation gegeben. Sorry. Aber, schaut euch das mal an. Ich habe mit dem Dodo-Wifern, ja, den heftig starken, habe ich eine neue Rüstung gefunden. Einmal. Das hier und das hier. Das würde jetzt, und das hier. So, Gary, kannst du mich bitte runterlassen? Ich will mir die Rüstung angucken. So, was kann ich denn? Scarlet Shirt. Okay, man kriegt einen Buff. Ich weiß aber nicht, was genau. Die sieht jetzt so aus. Geht. Mhm. Aber es gibt halt dann noch die hier. Die würde dementsprechend so ausschauen. Okay, die sieht besser dann aus. Origin Helm. Warte mal. Hier habe ich jetzt andere Füße. Die könnte ich eigentlich natürlich benutzen, aber ich glaube, kann ich nicht. Ja, siehst du, ich kann nicht mehr so viel tragen. Deswegen muss ich die anziehen. So, das ist eine Rüstung, die wir gefunden. Die sieht wirklich gut aus. Ja. Die sieht aus wie die Tech-Rüstung. Vielleicht ist es ja die Tech-Rüstung. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus. Aber komisch, ich dachte, ich hätte eben gerade mehr mit reingenommen. So, aber ist egal, denn jetzt kommt die Massenverwandlung. Bevor wir jetzt weiter loslegen, wir können gleich neue Dinos herstellen, aber vorerst werden die sich hier verwandeln. So, als erst. Okay, alles gut. So, den Prom Dragon hier. Den hatten wir in, was hatten wir den verwandelt? Feuer. In Feuer, okay. Machen wir ganz kurz. Den Affen in Blitz? Den Affen in Blitz? Wollen wir den weiterhin in Blitz machen? Ja. Man kann ihn auch in Power. Ja, komm, Blitz. Blitz, Power. Power bringt bei ihm nichts. Die Brutmutter kriegt Power, oder? Die Brutmutter bekommt. Die kann sogar was Blaues haben. Aber habe ich denn Blau? Nein, wir haben kein Blau, obwohl ich so viel schon getötet habe. Also wird sie zur Poison. Okay. Haben wir hier noch eine Prom-Dino? Oh. Nee, wa? Nee. Hä? Gary, ich brauche Elemente. Ich kann hier irgendwas. Ich glaube, ich kann fliegen. Okay, ich habe gerade keine Elemente gefunden. Aber verwandelt euch, meine Kinder. Der rote Ranger. Der grüne Ranger. Ja, der fliegt. Keine Ahnung, warum wir jetzt gerade. Ja, weil du gerade sagst, Elemente hier. Ich habe dir was rausgeschmissen. Ja, warte. Da ist der gelbe Ranger. Und jetzt kommt. Warum verfolgt ihr Gary? Warum? Gary, die wollen sofort zu dir. Ja. Komm, grüne Ranger. Come on. Na komm, du brauchst ein bisschen. Ja, guck mal. Ich hab sie gezähmt? Hab ich doch gar nicht. Guck mal, grün sieht übelst geil aus. Grün sieht richtig giftig aus. Ja. Hast du es eingesammelt, was du hier hingeschmissen hast? Na, warte, was hast du mir da hingegeben? Oh, arigato. Ja, ich hätte die im Inventar. So, warte mal. Hier, Gary. Yes. Oha. Hä, warte Oha. Mal. Oha. Was? Ah, ich bin Super Saiyajin. Wie geil ist das denn? Ja. Okay. Ich glaube. Warte mal, der Sakko. Der Sakko könnte. Achso, ich kann ja fliegen. Ich brauche den Enterhaken eigentlich gar nicht mehr. So, warte mal, der Sakko. Hat der irgendwas Spezielles? Nee. Aber das und das und das nehme ich natürlich mit raus. Das können wir natürlich zum 10 benutzen. Wir haben Elementarkibbel sogar gefunden. Wir haben alles. Wir haben sogar mit dem hier vorne, können wir natürlich in dieser Folge auch nochmal ausprobieren. Mit dem hier. Mit dem kannst du echt alles klatschen. So, ich guck mal kurz, ob er noch was hatte. Okay, leider nichts gefunden, außer meine Hände. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen kann. Was kann man nochmal mit den Händen machen? War das nicht nach vorne Rush? Ach, keine Ahnung. Geht doch nach vorne Rush. Boah! Und? Zack. Gary, ich komm nicht mehr runter. Haha. What? Guck mal hier. Genki-Dama! Ja, moin. Ja, nice. Oh, das werde ich gleich mal ausprobieren. Okay, Gary, dann würde ich schon mal sagen, du rufst deinen bestimmten Golem her, denn wir wollen die Bionic-Dings fertig machen. Ey, der Drache sieht ja übelst nice aus. Siehst du den jetzt erst? Ja. Oder ich hab's vorher nicht gesehen. Okay, Gary, los. Hol ihn her.
Ja, okay. So, warte, ich rüste meinen auch kurz unten aus. Ich habe sogar zwei Stück, die werde ich jetzt gleich herholen. Und dann eine Überraschung. Ja, 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 und... Aufstehen, hallo! Aufwachen, Mann! Mann, nee. Okay, geht, geht. Dann hier, Gary, das ist meiner. Aufstehen! Hallo, aufstehen! Und du hier. Aufstehen! Okay, das hier ist jetzt Eis. Und das ist Feuer. Ich bin der Anführer von euch. Okay, Gary, stand schon mal in den Kommentaren. Alter, sehen die geil. Alter. Ja. Uiuiuiui. Es wurde in den Kommentaren reingeschrieben, die sollen einer der stärksten sein, außer Bionic Mod. Also würde ich schon mal sagen, wir werden das mal überprüfen. Nee, ja. Das halt stopp. Ich habe noch was, was ich ausbrüten muss. Ach so. Ja, okay, warte, bevor wir das von der Zeit her nicht mehr schaffen. Aber warte. Vorerst. Soll ich dir was zeigen? Guck mal, hier. Heute ist Geschenke auspacken. So, einmal. Damit die komplette Golem-Familie vollbracht ist, einmal Picon. Warte mal. Er ist böse. Nicht dein Ernst. Er ist böse. Nicht dein Ernst. Hol mal den Agitavis. Den Poison-Agitavis. Jo, was war das denn? Ach, einfach mit dem Krokodil drauf losgehen. Ha, er ist gezählt, oder? Alter, ach, Schwede. Ach, zählen? Ja, natürlich. Ich wollte gerade mit dem... was ist das denn? Ja, guck mal, die heißen Parrots. Parrots? Ja. Was ist das? Noch nie gehört oder noch nie gesehen. Ach komm, Baby, geh down. Wo bist du? Ich sag's. Minion von... Ja, von ihm. Warte. Wo bist du? Das ist mein neues Haustier. One Punch Man ist bereit. Komm vor mir. Na, ich bin nicht so stark. Schade. Okay, Kleiner, du gehst mir tierisch auf den Sack. Warte ja, mal ganz kurz. Auf mich. Warte, hier, pass auf. Und? Ja, warte, warte. No! 14.000? Geht eigentlich. Süßer. Oh, guck mal. Ich halte seinen Body in ihm. Ja, Gary, ich musste das doch tun. Der wollte mich töten. So, warte mal. Schmeiß, ne? Oh Gott. Ja, what? Schmeiß oh, sorry. Drauf. Ja, sorry. Ja. Das wollte ich nicht. Die gefallen mir ja übelst. Okay, das können sie natürlich auch. Können sie noch irgendwas Spezielles? Nein, können sie natürlich nicht. Aber heftig. Okay, den bezähmt man mit Steine? Nee. Raw Mutton, ne? Ja, moin. Okay, komm, steh auf, Kleiner. Guck mal, alles spielt sich hier oben ab in dieser Folge, wa? Ist auch mal was schon. Besonderes. So, nicht following Gary? So. Er braucht eine Sattel. Ja, okay, pass auf, dann. Auch so langsam so ein bisschen. Ja, ja, let's go. Komm, zeige her. Zeig, was du auspacken möchtest. So, ich pack jetzt die süße Mutti aus. Da haben wir die erste. Myth Jabor, das ist die Mutter? Ja. Okay, jetzt hol die Schwester und her. Jetzt ist die Schwester dran. Juhu. Warum fliegst du so weit weg? War die so klein? Ach, ist auch süß. Na, was ist sie da? Luft? So. Und ich. Ach ja, die waren ja so schnell, ne? Und ich hole den Vater her. Das ist der hier. Michael Jackson. Hat er seinen Zylinder auf? Ja. Yes. Ich liebe sie. Alter Schwede. Okay, warte mal. Aber die waren ja schwach, ne? Die waren ja komplett... Boah, ich weiß nicht mehr. What? Okay, die können wir zur Reise benutzen, ne? Allgemein hier so, weißt du? Sind doch Dilos bestimmt oder so. Einmal anfassen hier. Na, ich glaube, die sind sehr, sehr schwach. Würde ich jetzt sagen. Hier, Oviraptor. Okay. Na komm, die Familie schafft schon. Ja. Die sind echt zu süß, wa? Oh Gottchen. Nein! Achso, okay. Oh, der Kleine folgt dir noch. Nee, alles gut. Ich bring die in die Hütte rein. Die müssen ins Haus. Wie geil die ausschauen. Hui. Ich liebe die Myth-Mod, Leute. Ich liebe sie. Auch wenn diese jetzt zu schwach sind. Ich liebe die Mod. Aber wir probieren jetzt gleich erstmal die ganzen Golems aus. Ich glaube, die sind... Echt, was ihr geschrieben habt, heftig stark. Was denn? Hallo, Fable-Mutter. Hallo. Ach, guck mal, die Mutter, die Fable-Jabor-Mutter ist... Oh! Uiuiui, spielt man schon mit mir Ping-Pong. Ach, Vater! Daddy, komm her hier. So, ruhig jetzt. Okay? Ruhig, Familie, Jabby. So, komm ab zur Familie Golem. Ich nehme den Eis-Golem, okay? Ja, ich nehme den von mir. Ich würde den Feuer-Golem nehmen, schau dir den an. Er sieht viel geiler aus. Kannst du ihn ja hinterher rufen. Nö. Ja, also. Ich nehme nur, ne? Los, ab zur Old Base, Gary. Wie, bist du echt mitgekommen? Ja, geil. Dann, oh, hinter dir. Aufgepasst. Gary schmeißt mit Steine. Los. Und?
Jo, Volltreffer. Hallo, das tut mir sehr leid. Das tut mir very leid. I'm sorry. Die sind manchmal durchsichtig. Oh Gott, was ist das denn? Ein Chaos Manticore. Oha, hast du gesehen? Ja, ich hatte im Livestream schon Megapithecus und so gesehen. Aber nicht der. Büchse, Löcher auf dem Rücken. Oh, hallo. Eigentlich dürftest du gar nicht mehr fliegen können, Kollege. Das ist aber doch kein Chaos. Das ist ein Chaos. Tatsächlich. Chaos Manticore, 8 Millionen. Komm, Gary, beschmeiß ihn. Luke is coming. Hast du nicht getroffen, oder? Nein, ich hab nicht. 149.000. Alter, die Golems sind wirklich krass. Was ist denn? Wo ist er? Er verpisst ihn nach oben. Du feige Sau da oben. Komm mal runter, komm. Er scheißt dich schon aus der ganzen Welt. Hast du einen Sattel bei deinem eigentlich? Ein Sattel? Ja. Cool. Nice. Sonst gab's ja nichts, was ihr euch noch zeigen wollte. Nö. Okay, haben wir euch ja schon mal genug gezeigt, weil es gibt hier so viele Dinos, die man hier zeigen kann. Aber, oh, warte mal. Kann ich nicht runtergehen? Osiris, fang! Oh. Ja, gut. Okay, es zerspringt schon in der Luft. Komm, Gary. Runter mit uns. Glaubst du, die kriegen Fallschaden ab? Ja, klar. Gary, du hängst in mir irgendwie. Ah, gut, alles gut. So, dann auf. Coco Power Rangers. Ich liebe die Dinger. Ich komm nachgespawnt. Ich find das besser. Du feige Sau. Ich trau mich nicht. Bist genauso feige wie der Manticore. Soll hier, ich... friss das da, friss. Was denn? Ja, hallo. Ich soll dich fressen, meinst du? Aber irgendwas bei denen im Gesicht anders, oder? Es sah gerade so komisch aus. So, komm, zeige dich. Nee, sieht doch aus wie immer. Geil. Augen auf, die kommen. 107.000. Ach, schade, springen können die nicht, wa? Nee. Das ist kacke. Hä, und die... Ich wollte gerade sagen, die C-Attacke können sie nicht, aber natürlich können sie. So. Sie sind aber sehr langsam. Very, very slow. Nee, ich finde, meiner ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, es geht. So, komm her. Pronto. Ich hab ihn getroffen. Alter. Wir könnten sogar Osiris besiegen. Na. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay. So, dann zack. Frisst das. Ja, man muss schon sagen, die Golems werden ihre Mission... Tyson, Bro! Tyson! Tyson, guck mal, Geschenk for you. Na doch nicht. Tyson! Fang! Heute aber... Oh, eine hier. Dings ist da, Nameless. Rechts auf unserer Seite. 45.000. Guck mal, die Prometheus-Viecher kriegen gleich weniger ab. Aber keiner von denen hat eine Chance. Nameless. Irgendwo hier ist einer. Ja, da ist er doch. Wo denn? Ach, da drüben. Ja, ich glaube, er hat seinen Spaß, wa? Guck mal, ich würde sagen, wir hatten auch unseren Spaß. Ich will mal ganz kurz... Oh, hier, Alpha-Raptor. Ja, der macht schon nichts. Pass auf. Wir testen jetzt ganz kurz. Wir haben das schon im Livestream ein bisschen getestet. Wir testen ganz kurz mal unseren Dodo-Wifern. Ihr werdet jetzt sehen, wie stark der ist. Okay, bevor wir ihn jetzt aber ausprobieren. So, warte mal kurz. Alles sterben. Nice. Alles ist tot. So, und zwar hier vorne. Oh, warte mal, Gary. Sei mal in der Wand. Warte kurz. Ah, nee, brauche ich gar nicht. So, hier vorne. Der Moser. Man kann von dem Myth-Mod Skins noch herstellen. Und ich will kurz gucken, ob ich dem Moser einen aufsetzen kann. So, warte mal. Okay, er hat schon einen Sattel. Ich habe extra einen gecraftet, aber... Oh. Es funktioniert. What the fuck? What? What the fuck? What? What? Hä? What the fuck? ja, warte mal, Gary. Ich steuere mal ganz kurz den Moser, ja? Warte mal ganz kurz. Ja, wir müssen mal ganz kurz raus. Ja, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Alter! Gary, ich kann mich kaum bewegen. Warte mal. Ist er jetzt wirklich so groß? Ich muss kurz raus. Ich muss kurz raus. Freunde, darf ich euch vorstellen? Ja, das würde ich mal sagen, ist der größte Moser, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Guck mal, ich sehe den jetzt schon hier aus schon nicht mehr. So, warte mal kurz da vorne. Zack. Hä, ich dachte, was hat vorhin Gary, aber da... Alter. Was denn? Warum ist der so groß? Das wüsste ich auch gerne. Ich würde sagen, das ist ein Fehler. Aber... Ich glaube nicht. Bist du sicher? Ja. Also, wir testen mal ganz kurz was aus. Wenn ich jetzt von da vorne was angreifen kann,
Dann ist es kein Fehler. So, warte mal, ich versuche mal von da vorne irgendwas zu treffen, aber ich sehe da nichts. Alter! Das ist komisch zu steuern. Ich muss mal ganz kurz was suchen. Oh, warte mal, hier. Okay, warte mal. Anscheinend, es ist ein Fehler. Es ist auf jeden Fall ein Fehler, weil hier vorne kann ich nichts treffen. Aber wenn ich näher rankomme, dann kann ich was treffen, oder? Warte mal. Wenn ich... Nee. Okay, der Skin ist auf jeden Fall ein Fehler. Gut, das hätten wir schon mal geklärt. Aber heftig. Holy moly, ich habe noch nie so einen Riesenmoser gesehen. Hallo? Ja. Wieder, stimmt, wenn ich jetzt wirklich genau reinschaue, das sieht heftig nice aus. Ja, ist eine Hohlenuss. Ich komm nochmal zurück. Jetzt sitze ich da. Okay, drauf. Dann beiß mal. Nach oben. Nach oben gucken und beißen. Alter Schwede. Das ist ja wie, als wenn Godzilla geboren ist. Junge. Nee, also heftig. Heftig und deftig. Wenn du sehen würdest, wie das bei mir ausschaut. Das ist riesig. Kann man nicht einfach... Okay, nee, kann man nicht. Beiß mal... Alter. Okay, Gary, dann lass uns jetzt los mit dem Dodo-Wifern. Oh, Gary? Ja? Ich hab hier einen Mythviech. Was hab ich? Okay, ich hab den Phönix. Phönixe. Okay, Phönixe. Komm her, dann könnt ihr jetzt sehen, wie krass es jetzt ist, einen Kampf zwischen einem Mythviech und einem Mythdrachen. So, warte mal, aber der greift nicht an? Okay. Oh, mal den nächsten. Ich sehe ihn noch nicht mal. Oh, der Oder Fall. Warte mal. Oder warte mal. Da wenn ist wir noch ihn ein Drache. Was ist da? Da ist doch noch ein Drache. Wo denn? Hier, hinter dir. Hinter mir? Du fliegst weiter weg gerade. Okay, warte. Ich will den kurz töten. So, pass auf, Freunde. Wir töten ihn mal ganz kurz, weil es kann ja eventuell sein, dass wir was von dem bekommen. Irgendwie schieße ich woanders hin, obwohl ich ihn treffen möchte. Yo. Hinter dir, pass auf, Vorsicht, der kommt, der jo, kommt, der alles kommt, gut, kommt. Alles gut, er soll ruhig kommen. Okay, wo ist er? Will dich jetzt. Ist er bei mir? Ja, ja. Gut, okay, Leute, jetzt kommt ein Kampf der Titanen sozusagen. Ist wirklich so, ihr seht, wie viel Damage wir machen. Aber das Gute ist, er kann uns nicht wirklich treffen. Ich weiß nicht, warum das ist, aber nur manche Dinos können uns treffen. Habe ich ihn getötet? Ich weiß nicht, ihr seid immer weiter hochgeflogen. Ich habe ihn getötet. Hast du was bekommen? Nö. Ich glaube nicht. Wo ist der Phönix hin? Pass auf, ich habe den Phönix gefunden. Der ist dort. Wir müssen aber auf diesen Drachen aufpassen. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Aber deswegen werden wir ein bisschen unsere Energie hochknallen. Ein bisschen. Ich sag mal, wir machen ein bisschen Damage. Aber Energie scheint hier eventuell sehr, sehr wichtig zu sein. So, mal sehen. Haben wir jetzt irgendwas? Nee, haben wir eben gerade nichts eingesammelt. Okay, wo ist der Phönix hin? Da, hier drüben. Okay, warte. Okay, können wir ihn so treffen? Nee, so können wir... Hallo Drache, dich werden wir auch noch zähmen. Nächste Folge. So. Nee, so kann ich ihn nicht treffen. No, warte. Gary, soll ich es tun? Ich geh mal hier aus dem Weg. Jo, weg hier, Gary, los. Angriff. Ich glaube, der kann mir auch nichts anhaben, oder? Er kommt. Ja, soll er ruhig. Ich will einen Phönix haben. Er stirbt noch nicht mal. Wie viel hält der denn aus? Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr außer Zahlen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nur irgendwelche Dinger herumfliegen. Mal sehe ich dich aufkloppen und dann bist du wieder weg. Ja, guck mal, er kann mir auch nichts. Myth Wyvern Emporer? Doch, er hat mehr Energie. 9 Millionen hat er mir abgegeben. Das hat vielleicht gejuckt oder so. Ja, er sitzt bei mir unten auf dem Boden. Welcher, der Phönix? Ja, nein, bei mir ist er vor mir. Echt? Ja. Guck mal, kannst du in seinen Körper reingehen? Jetzt ist er weg. Schade. Wäre okay. Ich nicht näher rangegangen. Ich sehe, okay, hier ist der Phönix. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Der hält übelst viel aus. Er ist tot, oder? Ist er tot? Ich sehe ihn nicht mehr. Habe ich etwas eingesammelt? Habe ich etwas bekommen? Habe ich Asche bekommen? Ich habe nichts bekommen. Warte, Gary, ich habe hier was. Okay. Ich habe dem Mann eine Gamre. So, den gebe ich jetzt einmal was ab. Okay, noch einmal. Ich kann ihn nicht treffen. Er ist verschwunden. Verpuffung, wa? Die Verpuffung. Verpuffung. Okay, ich kann ihn aber angreifen da unten, ne? Pass auf, ich versuch... Okay, warte mal. Er war's nicht. Doch, ich gebe ihm Schaden ab. Er tut mir gerade nichts. Ich gehe mal kurz runter.
Junge, 228 Millionen. Gib dir ab. Ja. Eieiei. Wie viel gebe ich ab? Warte mal. 114 Millionen. Unser ist ja gar nicht so schwach. Okay, warte mal. Hier, Gary, ich habe das Pferd gefunden. Das Pegasus-Ding. Ja. Jetzt habe ich aber ein bisschen... 40.000 gebe ich nur ab. Er gibt mir 34 Millionen ab. Ja, moin. Aber easy. Gary, die können wir alle klatschen hier. Ich habe gerade gedacht, ich habe dich gefunden, weil hier auch noch so ein Drache steht. Aber nein, das warst du nicht. Nee. So, warte mal. Okay. Das geht auf jeden Fall mit dem Boss, ne? Alles klar. Dann will ich aber gar nicht wissen, wenn wir die Endbosse herrufen. Alter, das wird episch. Okay, dann das läuft schon mal. Läuft auf jeden Fall schon mal für uns. Naja, Freunde, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von der weiteren Folge Ark. In der nächsten Folge werden wir halt mal gucken, was für Mythbüchern wir zähmen werden. Dann kommen bald die Prometheus-Endbosse und dann mal schauen, weil bald irgendwann, wenn ja die Staffel vorbei ist, kommt ja eine neue Staffel mit Valguero die Map und mal gucken, was wir dann vorhaben. Naja, auf jeden Fall war es wieder von der weiteren Folge Ark. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.